Hi, ich bin der Steffen vom Athletik- und Fitnessclub Leonberg. Wir machen heute zusammen ein kleines Kettlebell-Workout und wir starten mit einem kurzen Warm-up, um ein bisschen die Muskulatur zu lockern und warm zu kriegen, bevor wir dann an die Kugel gehen. Wir starten mit ein paar lockeren Kniebeugen. Stoppen in der unteren Position, packen die Ellenbogen an unsere Knie und drücken ein bisschen die Knie nach außen. Und bleiben kurz in der Position. Bleiben mit unserem linken Ellenbogen am Knie und heben den rechten Arm nach oben. Recken uns und dann das gleiche auf der anderen Seite. Jeder Seite dreimal. Schnappen unsere Fußspitzen und gehen hoch, strecken die Beine und gehen wieder in unsere tiefe Kniebeuge, schön den Brustkorb rausdrücken, strecken und zurück in die tiefe Kniebeuge. Zweimal. Gut, komm hoch und lassen locker unsere Schultern nach vorne kreisen. 10 Mal insgesamt. Und nach hinten, auch 10 Mal. Nimm den rechten Arm, lassen ihn nach vorne kreisen. Auch insgesamt 10 Mal. Und nach hinten auf 10 Mal. Schön große Kreise. Andere Seite, selbe Spiel. Wir fangen wieder vorne an. Und nach hinten. Cool, Kettlebell Training auch immer wichtig, Handgelenke warm machen. Auf den Boden in den Stütz. Fingerspitzen zeigen nach vorne und dann lehnen wir uns nach vorne. Vorsichtig. Jeder nur so weit, dass es aushaltbar ist. Aushalten. Dann gehen wir raus aus der Spannung. Und noch einmal rein. Bleiben in der Position, drehen unsere Handflächen rum,
sodass die Fingerspitzen jetzt nach hinten zu uns zeigen. Und drehen uns jetzt langsam und vorsichtig nach hinten. Aus der Spannung raus. Und noch einmal rein. Gut lösen, greifen unsere Hände ineinander und drehen unsere Handgelenke. Einmal umgreifen und noch dasselbe Spiel nochmal. Gut, wir bleiben auf dem Boden, Beine etwas auseinander, gehen hier in den Stütz und schieben jetzt hier nach hinten, öffnen dadurch die Hüfte ein bisschen. Kurz halten, rausgehen und nochmal rein. Gehen wir in den Liegestütz, Stützposition, legen unsere Hüfte auf den Boden ab, Blick zur Decke und hinten die Schulterblätter zusammenziehen. Die Hüfte drückt auf den Boden. Und dann schieben wir nach hinten durch. Gehen wir in die Yoga-Position, herabschauen nach unten, versuchen die Fersen auf den Boden zu kriegen und drücken uns richtig aus den Schulterblättern nach hinten. Halten kurz. Und dann kommen wir wieder nach vorne, legen die Hüfte ab, Blick zur Decke und Schulterblätter hinten zusammen. Wieder nach hinten, herab schon mal los. Ablauf machen wir noch einmal. Nach vorne, Hüfte ablegen, Blick zur Decke, Schulterblätter zusammen. Gut, dann lösen wir auf. Ist jetzt alle ein bisschen warm, haben unsere Schultern warm gemacht, unsere Hüfte ein bisschen bewegt und sind damit startklar für unser Workout. Gut, wir machen jetzt noch ein kleines Core-Training vor dem eigentlichen Workout. Und zwar machen wir ein Tabata-Training, das heißt, wir haben 8 Intervalle. 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause. Die Übung nennt sich Hollow Body Hold. Heißt, wir legen uns auf den Rücken, Arme und Beine gestreckt und vom Boden abgehoben. Und diese Position halten wir 20 Sekunden. Wichtig dabei, versucht euren unteren Rücken am Boden zu lassen, dass der nicht weggeht und ihr ein Hohlkreuz habt. Gut, ich starte die Uhr und dann schauen wir mal, ob ich das Ganze auch 8-mal durchhalte. So, 10 Sekunden geht's los.
Und los geht's. Gut, das war unser Core-Training. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Der Bauch brennt nicht allzu sehr. Hollow Body Hold ist eine fiese Übung für den Bauch. Schauen uns jetzt hier unser heutiges Kettlebell Workout an. Besteht aus drei unterschiedlichen Übungen. Wir fangen an mit 15 einhändigen Swings, gefolgt von 12 Wiederholungen Clean und 9 Wiederholungen Kettlebell Jerk. Wir fangen an, alles erst mit dem rechten Arm, und wenn wir damit durch sind, machen wir das gleiche auf der linken Seite. Mit dem linken Arm heißt wieder 15 einhändige Swings, 12 Cleans und 9 Jerks, und das Ganze machen wir 5 Runden lang. Und ja, ich zeige euch gleich noch an der Kettlebell die einzelnen Übungen nochmal, erkläre ein bisschen, worauf zu achten ist, und
Dann legen wir zusammen los. Gut, One-Hand-Swing. Achtet darauf, dass ihr ein sauberes Setup habt. Greift die Kugel, lehnt euch nach hinten, geht hier auf Spannung und packt die Schulter, bevor ihr loslegt. Kettlebell nach hinten durchschwingen. Und dann machen wir 15 One-Hand-Swings. In der oberen Position darauf achten, schön Bauchmuskulatur anspannen und bewusst ausatmen, dann wird der Core-Bereich automatisch fest. Beim Runtergehen darauf achten, Rücken sollte gerade bleiben und nicht zu sehr einrollen. Danach haben wir 12 Cleans, auch wieder saubere Startposition und die Kettlebell mit einem schönen Clean nach oben bringen. Wichtig hierbei, aus der Hüfte swingen und dann mit einer leichten Bewegung aus dem Ellenbogen die Kettlebell umlenken, dass es schön geschmeidig hier an unsere Schulter kommt und keinen Bizeps-Curl machen. Swing und eine leichte Zugbewegung, dann kommt die Kettlebell ganz von alleine hier. Und beim Herablassen die Kugel einfach nach vorne fallen lassen und durchschwingen. Gut, letzte Übung, Jerk. Nehmen die Kettlebell über den Clean auf, gehen jetzt über den Kopf und Jerk heißt, wir arbeiten ein bisschen aus den Beinen, holen uns hier ein bisschen Schwung und strecken die Kettlebell dann über Kopf. Und beim Runtergehen könnt ihr gleich wieder leicht in die Knie gehen und schon den Schwung für die nächste Wiederholung mitnehmen. Das ist unser Workout, das ich jetzt dann mit euch machen werde. Gut, ich hoffe, ihr seid bereit, habt was zu trinken bereitgestellt, eure Kettlebell startklar. Wir starten jetzt mit dem Workout. 5 Runden, viel Spaß dabei. Yeah.
Thank you.
Die Pausen werden länger. Unsere Arme machen langsam zu. Spaß. Haltet euch gut ein. Glück ist blind, ist keine Schande. Thank you.
geht weiter. Und da müssen wir langsam aber sicher zu.
geschafft.